Lost Judgment. Ah, sehr schön. Lost Judgment Sucht. Komm schon, Kasuki, sie tut uns nichts. Wir müssen nur etwas finden, womit wir sie verscheuchen können. Meinetwegen, du erledigst das und dann kannst du mich ja rufen. Ich kriege keine 10 Pferde in die Nähe dieses Dings. Boah, was denn, Alter. Das war vor 5 Minuten. Ja, so geht's mir auch. Zeit vergeht heute echt schnell. Mal wieder. Hallo, Little Jim. Wo kriege ich denn jetzt noch ein Handtuch her? Ach, der Kasuki ist der letzte Lappen. Ja, ich würde ihn gerne aufschneiden, aber naja. Erst ein paar Runden in Halo Infinite und dann noch gefühlt 30 Stunden die Schulquest abgeschlossen. Puh, ich weiß jetzt nicht, wo das sein soll. Der geplagte Geist schwebt in der Nähe und hält sich den Bauch. Sie greift nicht an, aber sie lässt auch niemanden vorbei. Was ist denn los? Bist du krank? Können Geister Bauchschmerzen haben? Sie ist schwanger. Ich muss aber langsam echt ins Bett. Ich will das aber fertig kriegen, Mann. Wo ist dieses scheiß Handtuch? Ja, yummy. Sie hat wohl ihre Geistertage. Ach, deswegen war die Toilette von voller Blut und ist übergelaufen. Das ist von ihr. Na, okay. Das ergibt Sinn. Warte, dann haben wir ihr Blut angefasst und dadurch... Im Regal bei der Tür, die du weggeschleppt hast. Im Regal bei der Tür, die du weggeschleppt hast. Aber da kommt doch nicht mehr hin. Was? Komm doch nicht mehr da zurück. Schwanger bekomme ich ihre Tage. Ach ja, stimmt ja. Ich bin so müde. Ja, das stimmt. Das fällt ja dann aus. Ja. Irgendwas stimmt hier aber nicht, Yami. Ich kann nur sagen, was ich im Guide sehe. Dann stimmt aber was im Guide nicht. Weil ich komme da nicht hin. Boah. Woanders komme ich nicht rein. Ah, das ist blöd, wenn sich das jetzt so extrem zieht, dann will ich. Ich werde es so bereuen, so lange wach zu sein. Ein Kack.
Aber das ist kein Softlock. Ja, weiß ich nicht. Hä? Das ging eben die ganze Zeit nicht! Das Spiel, fick dich. Mach das, Mosi. So, welches Regal jetzt eigentlich? Ah, okay. Du meinst die Schublade von dem Unschrank hier. Wow, ey. Ich komme nirgendwo durch und dann auf einmal geht's. Okay. Immer nicht verbuggt, das wär schrecklich gewesen. Also wenn wir da nicht mehr durchgekommen wären. So, zack, zack. Handtücher. Nichts passiert. Achso. The fuck? What? Was? Wie? Was geschieht da? Ein grausige und stark schwangere Leiche liegt in der Badewanne. Oh fuck. Kann man die aufschneiden? Klingen reißen den Bauch der Leiche auf, als bestünde er aus Papier. What? Warum? Ich glaube, ich habe gerade das Geheimnis entdeckt, das sie vor ihrem Mann versteckt hat. Deswegen hat sie mit dem Doktor gesprochen. Ist das der Grund? Hast du deswegen solche Schmerzen? Oh, ab in die Hölle? Aber hat der Mann nie bemerkt, dass ich... Oh, die ist gerade bei mir unten angekommen in der Hölle. Eine endlose Grube unter einem Loch im Boden des Zugs. Wollen wir das Kanne... Wie wollen wir denn Kanne hier rausholen? Wir brauchen etwas, um über das Loch zu kommen. Ich setze mir wieder alles an. Habe Puppe im Bauch. Nun habe ich Bauchschmerzen. Alter Falter, ey. Ich habe mich halt schon gewundert, warum der halbe Körper ein Skelett ist und das andere ist noch da. Deswegen dachte ich direkt an Schere. Ich weiß nicht, warum ich so eine Gedanken habe. Sie ist weg, oh tapferer Ritter. Das habe ich verdient. Komm, gehen wir weiter. Immerhin gibt das zu, dass er ein Weicher ist. Eieieiei. Nee, das hat keine 12. Glaube ich. Horror, ist schon ein Horrorspiel. Ich glaube nicht, dass das ab 12 ist. So, eine endlose Grube unter einem Loch im Boden des Zugs. Ja, dann. Rüberwerfen! Machen wir die jetzt hin?
so. Oh Gott. Die Tür bedeckt das ganze Loch. Geschafft, jetzt fallen wir da nicht mehr rein. Gott sei Dank, ich will mir gar nicht vorstellen, wo das hinführt. Es wird doch Zeit, ich wäre ja selbst fast zum Geiste geworden. Sei kein verzogene Göre. Sag sowas nicht mal im Scherz, Schatz. Entspann dich und hilf mir, die Tür zu öffnen. Okay, Kasugi, nimm den Griff. Kanae, wir müssen zusammen an der Tür ziehen. Wenn ich los sage, dann will ich, dass du die Tür mit ganzer Macht drückst. Mach ich. Fertig? 1, 2, 3. Los! Nie. Ich drücke schon. Ich hab dich schon fast, Schatz. Will dich aber nicht. Drück, Dollar. Was war das? Ignoriere es einfach. Zieh weiter. Wortloch, musst du kichern? Na klar. Was ist das? Was sind das? Leute, beeilt euch. Ich bin hier drin nicht mehr allein. Wir sind fast durch, Kanae. Zieh Dollar, Kasuki. Zieh Dollar. Kanae, Schatz. Zieh einfach weiter. Sie gibt... Oh Gott, nein. Sten? Schatz? Oh nein. Kanae, nein! Ja, die ist jetzt... Das war's mit der Liebe? Abrechnung. Was ist passiert? Was könnte das gewesen sein? Sie hat Zen erwähnt. Ich habe keine Ahnung, Kasuki. Das liegt an dem Zug. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich wollte ihr auf dieser Reise einen Antrag machen. Warm. Okay, ist okay. Ihr wurde das Leben ausgesaugt, ne? Weil sie auch graue Haare und so hat. Nein, ist okay. Das würde ich lieber nicht machen, wenn ich du wäre. Jetzt verschwindet sie? Was zum Teufel ist gerade passiert? Sie ist weg und wo sie war, ist eine Rose. Das muss auch mit Yuta geschehen sein, aber das bedeutet. Aber was bedeutet das? Okay. Und warum hast du Sens Namen gesagt? War er auch hier? Sen, bist du da drin? Sen? Schon wieder weg. Sen, ich werde dich finden. 12 auf Steam? Really? Ever. Das kann ich ab 12 sein. Oh, Entschuldigung. Lol. Naja, für 12 ist es schon ein bisschen, ja. Aber mein Kanal ist eh ab 18. Da sollte man sowieso nicht reingucken.
Okay. Ja, und sieh, was aus dir geworden ist, Yami. Sieh, was aus dir geworden ist. So. Komm schon, Kasuki. Gehen wir los, so. Wohin denn? Wir sind gefangen. Mit Geistern oder Dämonen, oder? Ich glaube nicht einmal an Geister oder Dämonen. Kanae ist tot. Sie werden uns auch erwischen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich gebe nicht auf und du auch nicht. Jetzt reiß dich zusammen und komm mit. Okay, aber wohin? Der Hausmeister und seine Frau waren im ersten Abteil dieses Wagens. Wenn wir dort etwas finden, helfen wir ihnen und vielleicht auch uns. Ist aber nicht sehr traurig, dass jetzt sie tot ist. Der Weg nach vorne ist versperrt. Ja, Weißbrot. Ein Schmuckkasten liegt im Schrank. Hochzeitsfoto. Ja, das sind sie. Sie sehen so glücklich aus. Das glaube ich nicht. Was sie noch immer passiert ist, hat sie traurig gemacht. Vielleicht auch das, was Kanae und Yuta getötet hat. Es war wütend, extrem wütend. Au, was ist los, Saki? Irgendwas kommt hierher. Oh nein. Das ist sie, die Haushaltshilfe. Ich glaube, sie heißt Kyo. Sie hat das Foto geklaut, ne? Sie hat das Foto zerrissen. Oh. Die Hälfte der Schrift auf der Rückseite ist Minako Tachibana. Wen kümmert das alte Foto? Wir müssen hier weg. Warum hat alles mit dem Hausmeister zu tun? Warum ist er die ganze Zeit im Mittelpunkt? Es ist, als würde sie nichts ertragen, sie glücklich zu sehen, selbst wenn es nur auf dem Foto ist. Sie verbirgt etwas vor uns. Komm schon, Kasuki, folgen wir ihr. Kyo hat bestimmt alle umgebracht. Bist du verrückt? Bleib hier oder reiß dich zusammen und komm mit. Ich habe es jedenfalls satt, hier wie ein Nasenring durch die Menge geschleift zu werden. Was? Du hast gewonnen. Geh vor. Ja, ist ja gut. Schrei mich nicht so an. Das ist doch nicht dein Ernst, Saki. Hier lang. So aus, als wäre sie rausgegangen. Die Tür am Ende wurde richtig aus den Angeln gerissen. Und wir jagen diesen Geist. Warum eigentlich? Um Senpai zurückzuholen, um hier alles in Ordnung zu bringen. Wenn wir dieses Monster aufhalten können, waren Yuta und Kanae hoffentlich seine letzten Opfer. Und wie zum Teufel willst du das schaffen? Ich bin mir nicht sicher, aber wir müssen es versuchen. Wo lang jetzt? Raus, weg hier, irgendwo anders hin. Ich flehe dich an, Saki. Willst du nicht, dass das alles aufhört für Kanae? Ich kann ihren Namen nicht immer aussprechen, ne? Oh Gott, kannst du mir nicht wenigstens helfen, Senpai zu finden? Du warst doch schon immer der Actionheld, Kasuki. Was ist denn los mit dir? Ich habe immer nur Kämpfe gekämpft, von denen ich wusste, dass ich sie gewinnen kann. Das solltest du doch wissen. Ich verstehe. Ich stelle fest, dass es eine ganze Menge gibt, was ich von diesem Ausflug über uns alle nicht wusste. Was meinst du? Oh Mist. Boah, die ist ja richtig aggro. Da lang. Er hat die Felsen einfach zerschmettert. Schnell, Kasuki. Ein Haufen Metallschrott, vermutlich von einer Explosion. Verrostetes Rohr. Hihi. Dafür, dass es so verrostet ist, ist es immer noch ganz schön stabil. Das kann ich bestimmt benutzen. Stimmt.
Ja, die andere Hälfte des Hochzeitsfotos. Jetzt, da es wieder heil ist, können wir nachsehen, was hinten drauf steht. Atsu Matsumoto und Minako Tachibana. 4. Dezember 1943. Wir haben heute auch den 4. Dezember. Nun! Nun! Wir sollten jetzt alle ins Bett gehen, das ist gruselig! Es ist jetzt gerade gruselig. Oh nein. Das ist gar nicht so geil, ehrlich gesagt. Eieiei. Das kann kein Zufall sein. Das ist gerade wirklich unangenehm. Aber warum würde sie es hier so hinwerfen? Saki! Hilfe! Nimm das Rohr. Das ist das Ding. Das hätte mich fast unter den Zug gezogen. Ja, der Hype Train. Er sucht Seelen. Wollte mich reinlegen. Nachher. Eine geisterhafte, pechschwarze Hand, die alle unaufmerksam unter den Zug zieht. Ich komme an den Ding nicht vorbei, ohne dass es mich erwischt und mich wegzerrt. Vielleicht lässt es sich mit etwas anderem täuschen, das nur wie ein Bein aussieht. Wie wär's mit meinem langen Rohr? Die schreckliche Hand zerrt das Rohr weg, kehrt aber schnell wieder zurück. Das hat nicht funktioniert. Vermutlich nicht beinartig genug. Scheiße! Das sieht ein bisschen wie ein Bein aus. Die schreckliche Hand zerrt das Stemmeisen weg, kehrt aber schnell wieder zurück. Ich muss mal etwas anderes ausprobieren. Na toll, ich habe gleich keine Gegenstände mehr. Na super. Jetzt habe ich kein Brecheisen mehr. Nein! Ja. Da nicht unbedingt jetzt reingehen. Ein harter Koffer mit gepolstertem Innenleben. Er hat die Form eines Beins. Jemand in diesem Zug hatte eine Beinprothese. Das bedeutet, Frau Morris war nicht die einzige Kranke an Bord. Ja, ne mit? Ach so, das Bein ist nicht da. Uralte Medikamente liegen im Regal auf dem Boden. Boah, hier stinkt es. Deswegen wäre ich vorhin fast in Ohnmacht gefallen. Hier muss die Krankenschwester von Dr. Clark schlafen, damit sie in der Nähe von Frau Morris ist. Die Lache, ja, die war wunderschön. Ich fürchte nichts Gutes. Eine kaputte alte Kuckucksuhr. Es fehlt ein Zeiger. Als ich klein war, hatte ich so eine Uhr. Jede Stunde habe ich gewartet, dass sie schlägt und das kleine Vögelchen rauskommt. Ja. Sei vorsichtig, Kasuki. Ich soll vorsichtig sein? Ich wollte nicht mal hier sein. Ach, halt doch deine Klappe. Nanu? Hey, ich glaube, da ist was. Ja, es steckt zwischen den Dielen. Ein Kinderbild.
Hier fließt die Zeit rückwärts. Spiegel sind die ruhigsten Meere. Achte auf die richtige Zeit. Ich finde das Kind ja gruselig. Lieber ein Kinderbild als ein Bein. Müssen uns halt immer wieder alles anschauen. Weil immer wieder was Neues passiert. Sag ich ja. Oh, diese Maske. Nein. Meine Güte, Saki, alles okay? Das hat mich etwas unvorbereitet erwischt. Sens Anhänger hat mich dieses Mal nicht gewarnt. Der Platz, an dem der Spiegel einst hing, ist leer. Das Glas ist verschwunden. Hier spiegelt sich nichts mehr. Eine vergammelte Couch. Der rote Stoff ist teilweise von schwarzem Schimmel bedeckt. Geil. Ein Set aus 3 Uchisama-Puppen. Aus dem Sockel ragt eine leere Schublade. Ich hoffe, es geht dem kleinen Jungen gut. Er ist ein Geist. Geht es einem Geist jemals gut? Kasuki, ich stehe wirklich am Rande eines Nervenzusammenbruchs, Saki. Lass mich bitte einfach. Geh doch einfach heulen, ey. Treiben die auch noch? Reime sind fein. Ich mag hier nicht sein. Dann ist das hier, wo du Yuta gefunden hast. Ja, es war schrecklich. Das war es bestimmt. Es tut mir so leid, Saki. Wenn ich doch nur... Wenn du was. Nichts, vergiss es. Die Tapete hängt im Fetzen der Wand. Nacht, Agent. Schlaf schön. Ich glaube, wir kommen in das Zimmer nebenan, wenn wir diesen Riss vergrößern. Und warum sollten wir das wollen? Kasuki. Okay, okay. Ohne eine Art Werkzeug oder so bin ich nicht stark genug, um da durchzukommen. Toll, und ich hab... Oh nein. Wir haben unser Brecheisen verschwendet. Na super. Was zum Teufel ist das denn? Eine Puppe, die Glück bringen soll. Aber sie erinnert mich einfach nur an Yuta. Warum ist sie noch hier, aber Yuta ist weg? Meine Schere ist ja auch weg. Und ich... Oh, ich sollte mal echt speichern, ne? Ich glaube, ich muss mich übergeben. Keine Sorge, das wird nicht nach dir greifen. Woher willst du das wissen, Saki? Woher? Weil es das schon längst getan hätte. Sprich zu der Hand. Auf der anderen Seite dieser Tür stapeln sich Felsen. Okay, was soll ich denn jetzt machen? Ich werde halt immer müde, ne? Ist schon 5 Uhr. Alles klar, BMF, schlaf schön.